Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen in Lübeck. Wir wollen 6% mehr Geld, weil es gerecht ist. Die Betriebe boomen, Überstunden ohne Ende, da brauchen wir einen gerechten Anteil. Und wir brauchen eine neue Arbeitszeit. Das ist alles oldschool. Wir brauchen Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Und die müssen im Tarifabschluss jetzt hergestellt werden. Ich wünsche von den Arbeitgebern, dass sie auch für bessere und für gute Arbeitsbedingungen einstehen. Und weil es motiviert die Belegschaft und man steht noch mehr fürs Unternehmen ein, als wenn man merkt, dass vom Arbeitgeber dieser Wunsch nicht unterstützt wird. Ich möchte mehr Geld haben, 6%. Ich möchte, dass die Arbeitszeit abgesenkt werden kann, wenn ich das möchte. Und ich möchte für meine Schichtzulagen haben. Und zwar, wie es im Bundesgebiet auch bezahlt wird. Natürlich streike ich dafür, logisch. Anders kriegen wir unsere Forderungen nicht. Wir als IG Metall Jugend in Küste fordern die bezahlte Freistellung vor allen Teilen der Abschlussprüfung, weil wir das wichtig finden, dass junge Leute entspannt in die Prüfung gehen können und nicht in einer totalen Drucksituation am Ende noch ihre Prüfung versemmeln. Solch ein Angebot in so einer Höhe macht man nicht in einer Situation, wo die Wirtschaft brummt und die gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, Kolleginnen und Kollegen. Das funktioniert nicht.